Tag zusammen und herzlich willkommen aus der Henrichshütte in Hattingen, live aus der Gebläsehalle. Also wenn man hier in dieser Halle sich bewegt, dann kann man sich schon ganz, ganz grob vorstellen, wie es hier wohl mal damals ausgesehen haben mag. Und wenn man ganz genau hinhört, dann kann man auch noch die ganzen Geräusche hören und auch noch riechen. Also die Gebläsehalle, die ist wirklich fantastisch. Auch bei schlechtem Wetter wie heute ist das ein absoluter Tipp für euch. Das Ganze kostet 5 Euro und ihr habt Zutritt zur Dauerausstellung und auch zu den Sonderausstellungen, zu denen wir uns auch gleich bewegen wollen. Ansonsten spürt man hier schon sehr deutlich die harte Arbeit und die Maloche von damals. Man kann tatsächlich immer noch das alte Öl riechen und mit viel Fantasie, dann hört man auch noch die Stimmen der Arbeiter. Ich bin jedenfalls hoch überwältigt von den Ausmaßen dieser Maschinen, von denen ich absolut keine Ahnung habe, aber ist auf jeden Fall absolut imposant und total beeindruckend. Also die Gebläsehalle ist wirklich absolut beeindruckend. Nichtsdestotrotz wollen wir uns aber auch noch die Zeit nehmen, die Sonderausstellung Boom zu verfolgen. Und zwar im Keller der Gebläsehalle. Boom erzählt von der Hütte zwischen Abbruch und Aufbruch. Wir sind gespannt. Kommt mal. Also der Beginn der Ausstellung ist schon mal absolut klasse. Und dann geht es auch schon weiter in den ersten. Kühe waren ja schon immer irgendwie mal Lieblingstiere. Und immer wieder geht die Sonne auf. Herrlich, der nächste Ohrwurm für die nächsten 10 Jahre. Kopf einziehen, Achtung! Nach links oder nach rechts. Spektakulärer Auftakt der Sonderausstellung und jetzt haben wir auch den Anfang erwischt. Denn wir waren gerade, haben quasi von hinten angefangen. So, jetzt können wir auch ein kleines bisschen mehr damit anfangen. An dieser Stelle der Ausstellung erzählt Boom vom Zweiten Weltkrieg und die Rolle der Hütte in der Rüstungspolitik. Untrennbar mit dem Zweiten Weltkrieg verbunden ist der Einsatz von Zwangsarbeitern auf der Henrichshütte. Und wie ich gerade lese, mussten 10.000 Menschen bis 1945 in Hattingen Zwangsarbeit leisten, wobei 356 Menschen hierbei nachweislich ums Leben kamen.
Also selbst die Sonderausstellung Boom hier im Keller der Gebläsehalle ist wieder mal absolut beeindruckend und erzählt von der wechselvollen Geschichte der Henrichshütte. Was ich absolut super finde, ist die Möglichkeit, per WhatsApp Informationen einzuholen und hat somit einen prima interaktiven Museumsgang. Ja, liebe Freunde, also ich bin absolut begeistert, natürlich vom LWL Industriemuseum Henrichshütte und kann natürlich die Ausstellung nur wärmstens empfehlen, die absolut vielfältig ist und abwechslungsreich, spannend, niemals langweilig und definitiv immer wieder ein Besuch wert. Und zwar nicht nur am Sonntag, wenn es regnet. Und natürlich, Besitzer der Ruhr-Topcard haben hier einmalig freien Eintritt. Definitiv ist der Besuch hier nicht der einzige. Also von daher, wenn es euch gefallen hat, dann sagt's weiter. Oder wenn ihr Tipps für mich habt, meldet euch doch einfach. Bis dahin, macht's gut, euer Strömi von Potana.